Au! Alles gut, es hat mich gerade nur in der Seite gezogen. Keine Ahnung, was da gerade los war. Aber es hat mich aus dem Rhythmus des Feuers gebracht. Heidewitzka, Heidewitzka. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Shovel Knight King of Cards hier dran. Und ich Jovo hier, ja, es verbleiben nur noch 2 Level auf dieser Weltkarte, bevor wir uns den Abfischkönig gegenüberstellen, um den zweiten Tetros-Titanen zu bezwingen. Und ja, Sie sehen, ich habe wieder hier fleißig Geld gesammelt, denn... Moment. Ich habe zwar jetzt alle Moves und so freigeschaltet, ja... Und ich habe jetzt auch eine neue Rüstung, mit der ich einen Angriff, einen aufgeladenen Angriff durchführen kann, in sogar in jegliche Richtung. Ist ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel in die Luft will. Guckt on. Alle hopp. Nee, Moment, das war's nicht. Das wollte ich nicht zeigen. Wow! Wenn ich mal nicht wo hochkomme, habe ich jetzt einen besseren Weg. Aber was ich vielleicht machen könnte, ist... Das war, glaube ich, hier oben gewesen. Jups. Da wollte auch jemand ein bisschen Gold haben für ein Gemälde, oder? Ach hey, der Bade und ich, wir finden das inspirierend. Deswegen bin ich hier oben und nehme Aufträge an. Aber das Material, nein. Ich brauche 1500 Gold. Ich habe mehr als genug, um dein Erdenbild zu erschaffen, sollte es schnell gehen. Mal mich, von wegen, nö. Wie köstlich, Leibeigner. Nur ein wahrer Künstler könnte mich in meiner ganzen Gloria einfangen. Bist du dieser Aufgabe gewachsen? Ich kann keine Linie ziehen, ohne sie tausendmal neu zu ziehen. Doch schon bald wird das Ergebnis glänzen. Soll ich was tun, oder? Also ich soll mich hinstellen und jetzt... Jetzt mal mich. Mal mich. Like one of your French girls. Oder wie war der Spruch? Also ach, warte, nur das Ergebnis wird transzendenter. Also, ich habe bezahlt, aber ich muss wahrscheinlich hier einmal raus, einmal rein. Vermutlich muss ich wahrscheinlich einmal ein Level bestehen, damit sich irgendwas tut. Okay, beim Kistchen entzücken durch ihre Räuber. Nicht meinen Blick riskieren. Ich kann mir hier auch Karten kaufen. Ich habe ja immer noch... Also ich kann mir hier meine ganzen Karten zurückholen. Mache ich das doch mal. Klingere du. Weil ich möchte eigentlich schon probieren, ja. Ich möchte schon probieren, auch die ganzen Kartenkämpfe zu bestehen. Mal sehen. Gut, alles klar. Langsam habe ich so viel Geld. Soll ich mir schon wieder eine neue Rüstung holen? Weil ich meine, sobald ich sie habe, kann ich ja immer wieder entscheiden, wann nutze ich welche Rüstung. Was hat er denn nochmal zum Preis? Ja, da, frische Luft, angenehmes Gesellschaft und ich kann Zeit mit meiner liebenden Freundin verbringen. Okay, das ist der gleiche Text. Das furchtbare Geschwätz! Lass es sein! Mal sehen. Was könnte ich mir noch holen? Der leichte Plattenpanzer hatte X beim Bewegen gedrückt, um schnell wieder Wind zu laufen. Das ist ja nur zur Dekoration. Rattenornat, Ratten zur Rettung. Du kannst Falkrum und fehlen. Trotzdem verlierst Tod weniger Geld. Ich probiere mal den Plattenpanzer aus. Och, schön grün. Okay, also wenn ich jetzt X gedrückt halte, dann laufe ich schneller. Oh. Also, dass ich schneller laufen kann, okay, aber ja, dass ich hier zum Akrobat wäre, das ist ja ein Extra. Wow. Macht das Schaden? Ich vermute mal nicht. Wow. Gut, wisst ihr was, ich probiere das einfach mal beim nächsten Level aus und wie gesagt, ansonsten kann ich ja immer wieder wechseln. Willst du mir was sagen? Gute Nachrichten, Herr König. Nun, wo wir so weit reisen, kann ich uns wieder zurück zu allen unseren Stationen bringen. Was meinst du? Willst du erneut ein Land besuchen, in dem wir schon mal waren? Erstmal nicht. Sag mal Bescheid, wenn der Wind sich dreht, Herr König. Ja, guck du nur. Ich stehe drauf. Die Schmerzen, wenn ich aufpralle, das gibt mir den Kick.
Also, es verbleiben nur noch zwei Level. Das Explodatorium, die Detorator-Piste und die Axolongel-Kalkoven. Und ich habe immer nachgeschaut, es gibt Tierchen, die heißen Axolotl. Axolongel, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes. Vielleicht sind das einfach ganz lange Axolotl. Alle, ja. Gut, Schaden kann ich nicht. Das ist einfach wirklich nur für einen Temposchub. Alles klar. Alles klärchen. Ups. Herrlerwärtsch. Nutzt es auch in der Luft. Wow. Und ja. Zack. Und weg mit dir. Herrlerwärtsch. Jups. Was fehlt mir denn eigentlich? Also es fehlen mir zwei Erbstücke, die ich wahrscheinlich in der auf der letzten Karte kriegen werde, ja? Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ja, doink, doink. Ab, weg, ihr Ratten. Hinfort. Explosionen, okay, aber nicht mit mir. Yep. Ich bin hier nicht der Feuerwerkskörper vom Dienst. Ups, seht ihr sie? Moment, da ist doch sicher was versteckt. Moment. Da komme ich hoch. Na, da, da, da. Yep. Und einmal hoch. Und bumm. Und einmal hoch. Und bumm. Nixi? Ach, von der anderen Seite. Alles klar. Kann ich das nutzen? Moment. Nein, geht nicht. Haha. Hallo, Batsch. Ich bin mir nicht sicher, was es bringt, wenn ich mir ein Gemälde mache. Ob es einfach nur vielleicht für ein Achievement ist. Ob es vielleicht dazu dient, meine Vitalität zu steigern, wenn ich sehe, ach, da wurde ein Gemälde von mir gemacht. Hui. Alles klar, da haben wir schon die erste Medaille. Da komme ich ja locker hin. Und hüpp. Haha. Hilfsmittel halt verwenden. Da kommt man ziemlich weit. Und hüpp. Ich finde es... Hey, hey, hey. Wow, wow, wow. Kettenreaktion. Aha, aha. Chemische Kettenreaktion. Was? Hüpp. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass... Gut, ich lasse mir natürlich meine Zeit, aber danach ist nur noch eine Karte und dann ist schon wieder vorbei mit dem Spiel. Ich habe nämlich meinen Spaß, weil wirklich, es ist halt viel zu tun. Rob, Babuschke und ich bin weiter. Dankeschön. Aha, ich habe es mir doch gedacht. Wenn ihr so viel Blatt siehst, sind sicher irgendwo irgendwelche Verstecke. Ja. Irgendwas hier? Nein. Autsch. Moment. Halt, stopp. Da oben war sicher was gewesen. Ach, nee. Ich mag keine Scroll-Level. Besonders nicht, wenn sie nach unten scrollen. Bleib weg, du Ratte. Eieiei. Weil wenn man jetzt schnell genug ist, okay, doki, loki, aber wenn man hier irgendwas erwischen will, und lex, und rechts, und hepp, da oben war definitiv was gewesen. Ich habe definitiv eine Medaille übersehen, ich sag's euch. Um, schakalaka. Yep. Besonders nach unten, da sieht man ja gar nicht, was auf einen zukommt. Okay. Hepp. Und hup. Hier irgendwas? Hier irgendwas? Ich wette mit euch, das geht mir zwar nur bis zum... Ich stehe auf der Lava. Haha. Ah, super. Und ich empfehle mich schnell hinfort, bevor ich zerdrückt werde. Ach, du liebes Bisschen, das sieht danach was aus. Und hepp. One, two, bam. One, two, bam. One, two, bam. Hä? Der Rhythmus war doch ganz in Ordnung. Aber der Rückweg nicht so. Jetzt weiß ich nicht. Na du, zumindest kann ich jetzt überprüfen, ob da oben vielleicht was verstellt ist. Irgendwas wird. Doink. Ob da vielleicht was ist. Hep. Bumm. Aha. Aha, aha, aha. Wow! Ich sage es doch. Ich habe ein Gefühl dafür entwickelt. Und da haben wir die dritte Medaille. Ella Badge, Ella Badge, Ella Badge. Yep, ouch. Na warte, die hole ich mir einfach so. Mit der Froschpower. Ups. Zack, zack. Und hüpp. Und hüpp. Gut, natürlich muss ich jetzt eigentlich... Wobei, ich habe jetzt den extra Weg genommen. Ich habe alle Medaillen, also...
Mir würde jetzt nichts entgehen, oder? Glaube ich zumindest. Ups, see daisy. Es wäre mal irgendwie interessant, wenn das mal so ein Mimik wäre. Ja. Aber es gibt ja schon die Hünsche. Die falschen. Okay, das war jetzt eine von der Rolle in die Blase. Solange man vom Rollen keine Blasen kriegt, gut. Da ist was versteckelt. Da ist was versteckelt. Bisschen Gesundheit. Dankeschön. Wow. Autsch. Und hopp. Und hopp. Autsch. Hier ist zu viel Feuer unterwegs. Hä? Hüpp. Hepp. Ham. Hieb. Bam. Dunk. Zang. Zing. Los. Mit dem Rhythmus des Feuers. Tanz mit dem Feuer. Tanz, tanz mit dem Feuer. Au. Hu. Hi. 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 Alles gut. Alles gut. Es hat mich gerade nur in der Seite gezogen. Keine Ahnung, was da gerade los war. Aber es hat mich aus dem Rhythmus des Feuers gebracht. Heidewitzka, Heidewitzka. Also wenn ich den Weg schon gefunden habe, dann will ich den zweiten Weg jetzt auch gehen. War es vielleicht die Aufregung gewesen, dass ich mir aber was in der Seite hab ziehen lassen? Whoops, see daisy. Und hepp. Whoops. Okay. Los geht's, zweite Runde. Aufwärmen. Ja, das schmeißt sich doch nicht ins Feuer. Ich finde, bei der Black Knight Stage ist es immer so eine Sache, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was ist jetzt nun wirklich im Hintergrund, wo gar nicht dagegen stoßen. Ja, versteht, was ich meine. Was? Hep, 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 düpp, bup, buschke, baschke. Buschke, yikes. Und runter. Und hinten. Da, der Mond. Verstecke ich mich. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und hepp. Dü, dü, dü. Lü, dü, dü. Ja, da, Mama, Sita. Und ja, ich bin weg. Hepp. Hüpp. Okay. Und da ist das Ziel schon. Ich empfehle mich mit purpurroten Ratten in den Himmel. Halleluja, Halleluja. Ich habe alle. Wunderbar. Ah, so, verstehe, wenn ich müsste die normale Route gehen, damit ich hier die Verbindung kriege. Aber ganz ehrlich, das brauche ich auch gar nicht. Ich gehe einfach außen rum. Den Apfelsteig, Axolonge, Alkoven. Jawoll. Na, das passt doch wunderbar. Da mache ich jetzt wird Royal. Royal Flash. Tatsache, das ist ein langer Axolotl. Och. Ah, das sind so ähnlich wie diese. Och, Biesteputzig. Biesteputzig. Das ist so ähnlich wie diese bei dem Super Mario Maker Spiel, diese langen Pflanzen, die man rausfangen kann. Hui. Dunk. Boink. Was ist das? Es dreht sich, es sind mehrere. Was sehe ich da gerade? Ach, das. Ach, meine Güte, ist das putzig. Das sind Eulen. Eulen, die in Baumstämmen verstecken. Ach, ist das ein putziger Anblick. Ich bin Fan von Eulen. Ich finde, die sind so wunderbare Tierchen. Ja. Ach, auf den kann ich einfach stehen. Die sind nicht mal böse, sind einfach nur. Die helfen mir. Alles klar. Moment. Da sehe ich was. Moment, da habe ich eine andere Idee. Mit dem Singsäbel. Jawohl! Der Singsäbel öffnet nicht die Türen oder Wände, er öffnet auch hier Drohnen. Hahaha. Doink. Und Singsäbel. Ich glaube, das ist mein Lieblingslevel von der Karte. Diese Tierchen, dieses. Oh, putzig, 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 putzig. Da kriege ich hier ja fast einen Zuckerschock. Das hier oben gerade. Die sieht doch aus wie eine Fratze. Oder? Seht ihr das auch? Die Löcher sind die Augen und dann der so. Du weißt nicht, was auf dich zukommt.
Doch, Edelstein, Ruhm und Gloria. Yep. Okay, Freundchen, ganz ruhig. Ja. Autsch. Okay, du bist weg, du bist weg. Und du bist auch weg. Okay, ich glaube, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Autsch. Oh, es tut mir leid, dem Tierchen hier weh zu tun. Dem Azolongel. Und den Eulenstämmen. Ja. Ach, das sind wie bei Mario diese Kaktuswesen. Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, Sängersäbel. Wisst ihr was? Da kommt er. Da nimmst du den Hammer. Dann gibst du mir Gesundheit. Nimm den Hammer. Je mehr ich treffe, desto mehr Gesundheit gibst du mir. Jawohl. Da hinten ist was. Das sehe ich. Da ist was versteckelt. Natürlich. Ach, du liebes bisschen. Sieht das kompliziert aus. Moment, dann nehmen wir mal den Babuschke und den Sängersäbel. Und können Eulen schwimmen? Die können doch eigentlich schwimmen, oder? Hep. Hep. Wips. Sie Daisy. Nein, lass mich vorbei. Hep. Gut, ich bin wieder durch. Da freue ich mich doch. Ich habe es überlebt, Mama. Ich werde dich heute Abend wiedersehen. Zack. Bitte Platz machen. Zack. Dankeschön. Wups, wups. Sängersäbel. Oh, gibt's geröstete Eule? Nee, nee, nee. Ist zu gemein. Die tun mir. Also, das ist ein Level, da bin ich hier wirklich. Da fühle ich mich schlecht in. Dem. Da fühle ich mich schlecht, den Feinden was anzutun, aber dem nicht. Nö, du küsst ins Wasser. Hahaha. okay. Wie. Okay. Hep. Ui, alles klar. Sängersäbel. Zum Glück bist du feuerfest, hä? Ich wette mit euch, da oben ist was. Nein. Dann habe ich mich hier vom Strauch hier täuschen lassen. Hier ist definitiv irgendwo eine Medaille. Aber wo? Ja. Hi, hallo. Hi, hi. Ich keine Ahnung, was das für ein Wesen ist, aber ich bin Fan davon. Hä? Hä? Hui? Hui. Da oben ist definitiv was. Sängersäbel! Nein, hey, nein. Okay, und Sängersäbel? Hey, mit dem Sängersäbel zum Sieg. Autsch. Hä? Okay, ich komme ja mit. Alles klar, ich glaube, ich habe alle Medaillen erwischt, oder? Da. Rappate. Da muss ich doch an Fucho denken aus der unendlichen Geschichte. Hä? Nein. Blablabla. Da bin ich vielleicht mit dem großen Zeh ins Wasser geraten. Meine Fresse. Naja. Dann schubse ich dich erstmal nochmal ins Wasser. Bam und bam und du bist weg. Dankeschön. So, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich habe die Medaille erwischt. Nein, bitte. Hammer da. Weg da. Ja. Also je weiter ich im Spiel voranschreite, desto mehr Stil habe ich. Freut mich. Also ich kann ja vielleicht schon mal sagen, wie ich mir den Apfischkönigkampf vorstelle. Ich vermute stark, er wird ja seine kleinen Abfische hier schleudern und die werden mir halt ein Hindernis sein. Ach so, wenn ich das mache, dann kann ich den ein bisschen anhalten, damit ich mich hier vorbereiten kann. Verstehe. Bam. Ja, alles klar. Ich habe dich. Kurz vorm Ende bin ich wieder mal gestorben. Typisch, ich empfehle mich. Hinfort, du Beißerchen. Und, ich habe alle? Ich habe alle, jawohl, gehen. So, hier habe ich die Verbindung, die fehlt mir noch. Wenn ich den Level nochmal spiele, kann ich ja der andere machen.
wir gucken mal, ob sich jetzt beim Gemälde was getan hat. Ansonsten würde ich mir jetzt, glaube ich, meine andere Panzerung wiederholen. Weil den Laufpanzer, den brauche ich jetzt nicht wirklich auf dieser, zumindest nicht bei dem Level, nicht bei dieser Ebene. Neuer Dialog, was ihr liebt. Oh, das ist neu. Was die Liebe angeht, so ist es nie zu spät, um nochmal ganz von vorne anzufangen. Findest du nicht auch? Wer würde denn nicht beipflichten? Mutter! Hör auf, den so anzusehen! Wie auch immer, ein weiser König braucht eine funkelnde Rüstung, mein Junge. Der hat sich doch hier verschossen in meine Frau Mama! Sabalot! Der wettet, wenn die grün von Neid! Da bleibt mir die Luft weg, da werde ich blau. Meine Güte. Ach, der Mat. Ach, das ist ein Faultier. Jetzt sehe ich es, das ist ein Faultier und deshalb braucht es sehr lange zum Malen. Na, dankeschön. Der Treasure Knight, der ist, also, so wie es aussieht, stimmt, der Treasure Knight und den Maul Knight habe ich in der letzten Ausgabe auch bekämpft und besiegt. Anscheinend ist es so, dass wenn ich die besiege, dann kommen die nach und nach hier rein und dann kann ich gegen die Teachers spielen. So. Gibt's bei euch was Neues? Tja, ich hab da diesen Fluganzug. Der ist toll, aber ich habe auch Angst. Bleib ich hier noch ein wenig länger, um Mut zu fassen. Kann ich vielleicht mal mit diesem Teil hier fliegen? Hm? Geht es vielleicht? Kriege ich von dir noch was Neues? Möchtest du mal spielen? Nein, danke. Klingeling. Reden wir doch mal mit der... Wie heißt die? Omasumpf, doch. Nun, alles aufgeschrieben ist, lass nicht die Hoffnung fahren. Denn wie die Glocke ruft, sollen deine Taten sich offenbaren. Ach, die reimt. Was soll ich dir enthüllen? Machen wir Abenteuer mal. Regis Mora, du bist 124 mal im Kampf gefallen. Ach, echt so oft schon? Tempressario, du hast 8 Stunden 57, 33 Sekunden mit deinen Abenteuern verbracht. Schon wieder fast 9 Stunden die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Obdurante Mintrusio, du hast 5683 Schulterschüler ausgeteilt. Die halbe Million habe ich schon mal. Carte Diem, du hast 56% der Ausgänge entdeckt. Oh, schon über die Hälfte, sehr gut. Aurum Infiniosa, du hast 109.140 Gold aufgesammelt. Ich bin halt reich. Ah, wie schön, jemanden zu treffen, der ein wahrer Student von mir ist. Wie kannst du dir solche Details merken, Hexe? Ich sehe alles und weiß alles, denn ich bin keine Hexe. Okay, ich empfehle mich. Und ja, meine Damen und Herren, nächstes Mal der große Kampf gegen den Abfischkönig, der royale Teich. Natürlich müssen wir erstmal den Level bestehen und dann werden wir mal einen Blick werfen auf die letzte Karte. Und ich bin gespannt, wer der finale Boss im Spiel ist. Ob das jemand komplett Neues ist, ob es jemand ist, den wir schon aus den vorherigen Teilen kennen, der aber halt dann in seinem Status gefallen ist. Vielleicht haben wir ihn ja schon mal getroffen, das war eine einfache Figur. Aber hier in King of Cards war sie halt eine hohe Persönlichkeit. Wer weiß, wer weiß. Bis dahin hoffe ich, hat Ihnen diese Ausgabe gefallen von Shovel Knight King of Cards. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.